Horaz Mubitaqati. Hamsuna Alf. Servus Leute, einen wunderschönen guten Tag, Shisha aus Dortmund. Liebe Freunde, unter einem Video hat mal ein Selim II8 kommentiert, ich sollte für den oder für euch eine Laziza Tradi vorstellen. Ich habe mir eine Laziza Tradi in Miniatur ans Tisch geholt, denn die große müssen wir halt die Reichweite ganz anders einstellen. Und eine El Nefes traditionelle hingestellt. Lieber Selim, liebe Freunde, liebe Zuschauer, die gerade hinter der Kamera stehen, an den beiden ist wirklich kein Unterschied. Nur, dass die in Silber ist, kleiner, in Gold, groß, Messing, Metall. Ja? Von außen eluxiert, alles Mögliche. Beide haben den gleichen Effekt. Beide sind meiner Meinung nach top, ziemlich top. Für Doppelapfel. Die Wasserpfeife habe ich selber gehabt, die Wasserpfeife habe ich momentan. Teller abnehmbar, Sternchen, alles Mögliche. Ich beides steck. Kein großer Unterschied zwischeneinander, nur dass die eine halt ein bisschen größer ist, die eine ein bisschen kleiner. Die in Gold und die in Silber. Beide sind sehr, sehr gut für Doppelapfel. Hier ist Guss, hier ist Guss. Bei anderen traditionellen Wasserpfeifen sieht man hier in der Mitte. Also die haben alle den gleichen Funktion, ob es eine traditionelle Wasserpfeife ist oder auch eine ganz normale. Alle haben einen durchgehenden Rohr, zwei Ventile oder vier Ventile. Bei den beiden haben wir nur zwei Ventile. Doppelapfel lässt sich nur mit zwei rauchen, aber einer sollte nur damit rauchen. Die sind sehr, sehr gut für Doppelapfel. Das heißt wirklich, man sollte aber auch wirklich nur Doppelapfel daraus rauchen, Traube daraus rauchen oder egal was, wenn der eine oder andere auf Zimt steht, dann sollte er nur Zimt daraus rauchen, denn die Wasserpfeifen saugen sich sehr, sehr, sehr schnell mit dem Tabak, den man am meisten, am schnellsten und am ersten raucht. Zu einer Doppelapfelpfeife gehört immer eine traditionellen Lederschlauch, Ziegenschlauch, es ist wirklich egal, ob das ein Agerschlauch ist, egal was. Lederschläuche sind wirklich so, dass sie für Doppelapfel oder andere Flavors gut geeignet sind, um den ersten Flavor damit zu rauchen. Danach saugen die sich genauso wie die Rauchsäule auch. Denn sobald man Doppelapfel daraus geraucht hat, ist es nicht mehr machbar, irgendwas anderes daraus zu rauchen. Denn dann wird es halt ein bisschen schwer, den Flavor rauszunehmen. Ja? Klar gibt es die eine oder andere Bar, die mit Silikonschlauch noch Doppelapfel anbieten, alles mögliche. Ich bin der Meinung, sobald ich sowas sehe, bin ich sofort danke und ciao. Denn ein Doppelapfel, traditionell Doppelapfel zu rauchen, sollte man wirklich immer mit solchen Schläuchen, Holzschläuchen, denn erst dann kommt dieser Doppelapfel raus. Dann erst schmeckt auch dieser Doppelapfel. Klar ist es bei den einen oder anderen Schlauch immer so ein bisschen schwer, also generell bei solchen Schläuchen, dass sie erstmal angeraucht werden müssten. Klar, es ist normal, dass hier am Anfang halt durch die Bohrung im Holzstab, der hier vorne zu sehen ist oder hier am Ende, immer so halt ein bisschen minimal, ein bisschen kleine Splitter-Holzspäne rauskommen. Aber im Nachhinein wird es halt weicher und dann hat man das nicht mehr. Dann ist beim vierten, fünften Nutzen alles weg. Tut euch einen Gefallen, immer wenn Stücke rauskommen, ich bin immer so, wenn Stücke rauskommen, immer gegen meinen Fuß oder irgendwie gegen irgendeinen Gegenstand zu schlagen, damit die runterfallen. Denn der Rauch ist auch ein bisschen feucht. Es ist nicht jetzt trockener Qualm. Es ist ein feuchter Qualm und deswegen werden auch schnell die Schläuche entweder hier am Ende oder hier am Anfang immer so ein bisschen schwarz. Das ist halt wegen dieser Feuchtigkeit, wegen diesen feuchten Qualm und alles Mögliche. Deswegen passiert das auch. Und von daher wird auch dieses Holzstab vorne oder das Holzstab hinten immer feucht und so ein bisschen nass. Und deswegen verschwinden langsam auch die ganzen Späne drinne. Die werden halt irgendwie so ein bisschen rausfallen. Deswegen sind die beiden Wasserpfeifen, alles was traditionell ist, ob das die ist oder die El Nefes,
oder eine ganz normale Kalimamun, egal was das ist, alles offiziell Wasserpfeifen von für Doppelapfelpfeifen. Ich danke schon mal im Voraus, sag schon mal ciao, danke fürs Zuschauen, danke, ciao.